Als Massenbelegung, auch Masse, n, Belag, wird in der Physik das Verhältnis von Masse m/Displaystyle m und Fläche a/Displaystyle a einer Schicht, im weitesten Sinne, bezeichnet, massenbelegung gleich ma/Displaystyle/ma trifft Massenbelegung gleich frac ma. Die metrische Einheit ist kgm Quadrat, Kilogramm pro Quadratmeter. In vielen anderen Bereichen wird diese Größe Flächengewicht genannt, die normgerechte Bezeichnung flächenbezogene Masse, verkürzt, Flächenmasse, wird seltener verwendet. In der Papier- und Druckbranche sowie in der stoffverarbeitenden Branche ist daneben die Bezeichnung Grammatur, G, üblich, die in gm² angegeben wird. Für homogene Dichteverteilungen gleich mv gleich konst. Ungleich. S, \Displaystyle\Rö gleich \Frac mv gleich \Ma triften Konstalt. \Neku\Rö, \Weg S, lässt sich die Massenbelegung umformen zu, massenbelegung gleich \L\Displaystyle\Ma triften Massenbelegung gleich \Rö\C.L mit der Länge L. \Displaystyle L. Für inhomogene Dichteverteilungen gleich, S, ungleich KONST. \Displaystyle\Rö gleich \Rö, \Weg S, \Neku\, \Ma triften Konstalt. Lässt sich die Massenbelegung als Integral über Dichte und Weg S \Displaystyle S berechnen, massenbelegung gleich, S, ds \Displaystyle\Ma trifft Massenbelegung gleich \int \Rö, \Weg S, \C.\Operatorname ds. Physikalische Anwendungsgebiete sind die Absorption von Strahlung. Siehe Massenschwächungskoeffizient und die Berechnung von Schwingungen von Platten und Membranen.